Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meiner Backstube. Heute machen wir zusammen ein Weihnachtsdessert. Denn Weihnachten ist ja bald und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich brauche noch einen ganz tollen Nachtisch für mein Weihnachtsessen. Und deswegen haben wir uns was überlegt. Und zwar machen wir heute zusammen Délice au Chocolat. Auf Deutsch heißt das so ungefähr Köstlichkeit aus Schokolade. Das ist ein ganz wunderbares Rezept von Raymond Blanc, den ihr vielleicht kennt. Und das macht super viel her, es ist wahnsinnig lecker und es ist total einfach. Wir fangen an mit dem Boden. Und zwar brauchen wir dafür nur drei Zutaten. Und zwar Vollkorn-Cornflakes, Haselnüsse und Zucker. Die werden aber jetzt nicht einfach gemischt, sondern wir machen aus den Haselnüssen und dem Zucker ein Praliné. Ihr könnt es auch kaufen, ihr könnt in Feinkostläden schauen oder wenn ihr zum Beispiel an der Grenze zu Frankreich wohnt, dann könnt ihr das einfach im französischen Supermarkt kaufen. Aber in Deutschland ist es schwierig und deswegen machen wir es selber. Für das Praliné brauchen wir als erstes einen kleinen Topf und einen Herd. Und ich habe den Herd so auf mittlere Hitze gestellt. Es darf nicht zu heiß sein, damit es nicht anbrennt. Und dann mache ich in den Topf die ganzen Haselnüsse. Dazu kommt die Hälfte vom Zucker. Und das wird jetzt schön gemischt. Wir brauchen jetzt ein ganz kleines bisschen Geduld, weil wir warten müssen, bis der Zucker sich auflöst und sich dann so schön um die Haselnüsse herumlegt und ein Karamell bildet. Und aber ganz vorsichtig, denn das darf auf keinen Fall anbrennen. Also immer schön rühren und nicht den Herd verlassen, sondern auf jeden Fall dabei bleiben. Wenn ihr seht, dass der Zucker langsam schmilzt, dann macht ihr einfach die andere Hälfte dazu. So soll das jetzt aussehen, dass es schön dunkelbraun ist und die Nüsse sind wunderbar karamellisiert. Und das Ganze werden wir jetzt zum Auskühlen auf ein Backpapier geben. Das Ganze streiche ich jetzt hier schön aus, dass das auskühlen kann. Und macht euch keine Gedanken um den Topf, wenn der genauso karamellverklebt ist wie bei mir. Seht ihr hier. Einfach heißes Wasser rein und ein bisschen einweichen lassen, dann kriegt ihr den super wieder sauber. Schaut mal, hier haben wir jetzt die fest gewordene Nuss-Karamellmasse. Die werde ich jetzt brechen und dann mit dem kleinen Power-Mixer zu einem Praliné mahlen. Schaut mal, ihr seht jetzt, dass es langsam anfängt, so ein bisschen cremig zu werden und nicht mehr so einfach so Pulver ist. Ihr braucht ein bisschen Geduld, wenn ihr das macht und achtet darauf, dass euer Mixer nicht überhitzt. Das heißt, vielleicht immer zwischendurch mal ein bisschen kleine Pause machen, damit er wieder abkühlen kann. Und dann mit ein bisschen Geduld wird daraus so eine ganz cremige Paste. Und dann ist das ist dann das Praliné. Unser Praliné ist jetzt fertig. So sieht es aus, ist also sehr flüssig. Je feiner ihr das bekommt, desto besser ist es. Und zwar ist das so flüssig, weil die Öle der Haselnüsse jetzt ausgetreten sind und fertig ist es. Ich stelle das jetzt erstmal zur Seite und widme mich den Cornflakes. Wir packen jetzt die Cornflakes in eine Schüssel und jetzt werden die mit den Händen zerkleinert. Die Cornflakes-Brösel vermengen wir jetzt mit dem Praliné und das gibt dann den schönen Boden für unseren Nachtisch. Als nächstes kommt die Masse in die Form. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich einen Backrahmen verwenden, wenn ihr einen habt. Dann macht ihr die Masse einfach auf ein Backpapier, ein Backblech und dann setzt ihr den Rahmen außenrum. Ich habe hier eine kleine Form vorbereitet und zwar habe ich die gebuttert und dann Backpapier ausgeschnitten und zwar drei Streifen und die so da reingelegt und hier noch so eine kleine Fläche aus Backpapier, damit wir nämlich, wenn das Ganze fertig ist, das schön rausheben können zum Servieren. Unseren Boden stelle ich jetzt in den Kühlschrank und solange der da kühlt, kümmern wir uns um die Füllung. Wir fangen damit an, dass wir Sahne und Milch in einem Topf auf dem Herd erhitzen. Und zwar bei mittlerer Hitze, sodass das kurz aufkocht. Das reicht uns schon. In der Zwischenzeit schlage ich zwei Eier in die Schüssel
schlage die mit dem Schneebesen auf. Die Sahne-Milchmischung ist jetzt aufgekocht und ich gebe die jetzt ganz vorsichtig zu den Eiern und zwar in einem ganz feinen Strahl und währenddessen rühre ich ständig. Als nächstes kommt Schokolade in die Mischung. Das hier ist Schokolade, die habe ich jetzt schon gehackt. Die hat einen 70%igen Kakaoanteil. Es ist wichtig, dass das gute Schokolade ist, denn die ist der Geschmacksträger und ja, spart nicht an dieser Stelle. So, die Schokolade ist jetzt geschmolzen und das gibt so eine schöne, bisschen dickliche Masse. Und die kommt jetzt auf den vorbereiteten Boden. Das Ganze kommt jetzt in den Kühlschrank und zwar für 5 bis 6 Stunden. Wenn ihr an Heiligabend zum Beispiel nicht so viel Zeit habt, dann könnt ihr das natürlich auch am Vorabend machen und überrascht dann eure Lieben am nächsten Tag mit diesem wunderbaren Dessert. Unsere Schokoladenköstlichkeit ist jetzt fast fertig, ist aber noch im Kühlschrank und ich zeige euch schon mal, wie ihr eine großartige Dekoration dafür machen könnt, mit der ihr wirklich richtig Eindruck schinden werdet. Und zwar habe ich dazu ein paar Haselnüsse auf Zahnstocher gepiekst und die werde ich gleich in Karamell schwenken und dann so einen Faden da entlang ziehen. Und dafür müssen wir natürlich erstmal ein Karamell machen. Wir machen ein ganz simples Karamell, dafür mischen wir in einem Topf Zucker und ein ganz bisschen Wasser. Der Karamell ist jetzt fertig und jetzt muss es ganz schnell gehen. Jetzt nehmen wir unseren Spieß und tunken den da rein. Ich habe ein Stück Tesafilm vorbereitet und jetzt hänge ich das oben an die Dunstabzugshaube, die jetzt angeht. Das Delice Chocolat ist fertig. Wir haben das aus der Form rausgehoben und das Karamell ist auch fertig. Ich zeige euch das mal. Es ist sehr zerbrechlich, also ganz vorsichtig. Aber das hat ungefähr 50 Sekunden gedauert und dann war das trocken und hart. Also das ist schon, und jetzt kann man das hier einfach auf den Tisch legen. Kein Problem. Ich werde jetzt ein Stück abschneiden vom Delice Chocolat und dann zeige ich euch mal, wie man das wunderschön anrichten kann. Jetzt mache ich ganz vorsichtig den Zahnstocher aus der Haselnuss. Und jetzt wird das hier so schräg drüber gelegt. So, ihr Lieben, das ist das fertige Dessert. Sieht großartig aus, oder? Das ist echt ein Hingucker, glaube ich, wenn man das so präsentiert am Ende vom Weihnachtsessen. Also ich freue mich schon auf die Gesichter von meiner Familie. Ja, macht es unbedingt nach und zeigt uns eure Fotos, erzählt uns, wie eure Familien und Freunde darauf reagiert haben. Ich bin ganz gespannt. Postet eure Fotos auf Instagram, Hashtag IamBakeClub. Und unser offizielles Instagram ist bakeclub_official. Ich wünsche euch schöne Weihnachten. Bis bald.